Gegen politisch Missliebige, gegen Kritiker der Regierungspolitik wird gnadenlos zu Felde gezogen. Diese Leute, die wir denen wird zunächst einmal die Möglichkeit entzogen, überhaupt öffentlich zu wirken, öffentlich für die eigenen Positionen Stellung zu nehmen. Und ein weiterer Schritt ist der Rufmord, die Diffamierung, Diskreditierung. Und der darauf folgende Schritt ist, dass man versucht, denen die wirtschaftliche Existenzgrundlage zu entziehen. Das wird ganz brutal hier durchgezogen in Deutschland. Vor einigen Jahrzehnten hätte ich gedacht, so etwas gibt es nur in totalitären Staaten und nicht bei uns. Aber dass das hier so hochprofessionell von einigen Figuren in den Medien und in der Politik durchgezogen wird, erweckt jedenfalls bei mir den Verdacht, dass diese Leute das schulungsmäßig gelernt haben, wie man Regierungskritiker, Menschen, die querdenken, die jedenfalls nicht mit dem Strom schwimmen, wie man diese Leute regelrecht fertig macht und versucht, sie auch psychisch so fertig zu machen, dass diese Leute dran zerbrechen. Das ist professionell, muss ich sagen, Chapeau an die Figuren in ARD und ZDF, die das hochprofessionell gegen ihre politischen Gegner im Bürgertum machen. Muss sagen, ich habe so Déjà-vu-Erlebnisse, weil ich das in der Literatur natürlich gelesen habe, wie Zersetzung funktioniert. Ich habe Ihnen ja vorhin schon die ersten Schritte der Zersetzungstechnik dargestellt. Ja, die Diffamierung, die Diskreditierung, die systematische Zerstörung des Rufes, also der Rufmord, dann die Zerstörung der wirtschaftlichen Existenzgrundlage. Und ein weiterer wichtiger Schritt in dem Ganzen ist die Kriminalisierung des politischen Gegners. Angefangen damit, dass man irgendwie eine Steuerhinterziehung versucht, den Leuten nachzuweisen über andere Straftaten. Neuerdings ist ja der Gummiparagraf 130 Volksverhetzung, ist ja im Grunde genommen der Universalschlüssel, um politische Gegner zu kriminalisieren. Das ist mein Eindruck. Soweit ist dieser Straftatbestand jetzt schon ausgedehnt worden. Und wenn die Kriminalisierung nicht mehr ausreicht, dann muss man dafür sorgen, dass die Leute eben neutralisiert werden. Und das sind die klassischen Schritte, die der KGB schon ausgearbeitet hatte für die Zersetzung des politischen Feindes. Das hat man damals verwendet für Menschen, die jedenfalls gegen das System waren, die für das System gefährlich werden konnten. Und mein Eindruck ist, das wird heute in professioneller Weise hier genauso durchgezogen.